Traum auf einer Einkaufsstraße. Zwei Bekannte auf Shoppingtour getroffen, die freudestrahlend von einem genialen Produkt, das bei der Firma Netz zu erwerben wäre, ein Pelzmantel aus Kunstpelz. Einerseits, aber wenn man ihn öffnet, befindet sich darin eine Konstruktion, die sich entfaltet und ein Regenschirm wird. Und wenn man den Mantel wieder schließt, faltet sich der Schirm automatisch zusammen zu einem gekrümmten Ding, wie also eine eingefältelte, sichelförmige, bananenförmige, doppelbananenförmige, wie ein Mund, wie zwei Bananen, die eine kürzer, die andere länger hintereinander gelegt. Letzten Endes ein Knirps-Prinzip. Eines zusammenfaltbaren kleinen Regenschirms. Die Interpretation ist ja leicht, was der Knirps die Bananen, der Regenschirm, der Zeichenmacher bedeutet. Auf der Suche dann mit einer Gruppe von Bekannten diesen Mantel zu erwerben, wo sich die Firma Netz befindet, kommt man nach einigem Suchen tatsächlich in eine Art Bude, Marktstand, das sich jedoch als Jagdwaffengeschäft herausstellt und wo man auch verhöhnt wird, dass es sowas doch gar nicht gäbe. Und dann alle diese Diskussionen auf der weiteren Suche, ob diese Möglichkeit des sich wunderbar entfaltenden und auffaltenden Dings nicht ein Zaubertrick gewesen wäre. Die Suche ging weiter. Der Hohn und Spott, die ungläubige Skepsis der anderen ebenfalls. Beim Aufwachen dann klare Deutung, worum es sich dabei dreht. Das muss hier nicht berichtet werden. Dieser Zauberregenschirm, der sich ein- und ausfältelt, auf- und ausfaltet, ein Knirps wird und dann ein wunderbares Ding, das wie die Sporen der Pusteblumen davonfliegen kann. So endete da der Text gestern, die Ausrichtung der Cour bei Lacan mit dem magischen, signifikanten S1, dem Bare, dem Zeichen, dem Regenmacher, nämlich dem Phallus. Aber am Morgen dann darüber nachgedacht, warum eigentlich es von vornherein ein Zaubertrick, ein Suggestionstrick gewesen wäre. Eine Frau für sein eigenes Projekt radikal gewinnen zu wollen, wie jetzt wieder ausprobieren, der Theorie über die Welt, die man nun entwickelt habe, als Genossin, als Zauberassistentin, als Gehülfin, als Experimentiertier. Das wird dem Sein der Frau nicht gerecht und wäre Ausbeutung, Missbrauch, Benutzung. Umgekehrt
ist das Projekt der Frauen, wofür sie die Männchen als Begleiter brauchen, ebenfalls immer schon Ausbeutung und Benutzung, denn in ihren Veränderungsaktionen ist der nur sehr kurz derjenige, der auf den ihr Begehrensinteresse als Zweiten, als Nebenmenschen zielt, um danach ihn ebenfalls zu verdinglichen, zu verändern, aufzuklappen vom Knirps zum Regenschirm, der davon zu fliegen hat. Punkt, Punkt, Punkt. Heute ist der 10. oder 11.9., ich weiß es nicht mehr genau. Die Sonne ist gerade schon aufgegangen.